Hinter dem Horizont liegt das letzte Paradies. Zauber der Südsee. Schäumende Brandung um winzige Inseln in der unendlichen Weite des Pazifik. Schmale Atolle mit Palmenfrisur. Funkelnde Schmuckstücke auf tiefblauem Sand. Wir sammeln Inseln. Inseln aus der Schatzkammer der Natur. Künstliche Inseln, die der Mensch geschaffen, und Inseln, von denen es heißt, die Götter selbst hätten sie ins Meer geschleudert. Urlaubsghettos zum Pauschalpreis gibt es sie noch. Flecken, die die Welt übersehen hat. Einsame Reservate des Glücks im Ursprung. Mit Barfußstränden aus klein gemahlenen Korallen und Millionen zerriebener Muscheln, wo man ab morgen Robinson spielen möchte. Bucht der Abenteuer. Es scheint, als habe die Bounty oder die Flotte von Captain James Cook gerade erst die Anker gelichtet und Kurs genommen aufs offene Meer. Ein Supermeer. Mit 180 Millionen Quadratkilometern größer als die Landoberfläche der Erde. Platz genug für Menschen verschiedener Rassen und Kulturen. Aufgeteilt in drei große Zonen. In Mikronesien, die kleinen Inseln zwischen den Philippinen und Hawaii. Melanesien, das Gebiet der Schwarzinseln, benannt nach der dunkelhäutigen Bevölkerung auf Neuguinea, den Salomonen oder Fidschi. Und schließlich Polynesien, das Auge des Pazifik. In seine riesige Badewanne passt unser kleines Europa mit seinen 500 Millionen Menschen 10-mal hinein. Hier aber leben nur 22 Millionen, verteilt auf einen viel größeren Raum. Ein Grund, warum es hier kaum Spannungen und Kriege gab. Nur fremde Mächte trugen in dieser Region ihre Konflikte aus, zuletzt im Zweiten Weltkrieg. Seitdem sind die freundlichen Insulaner wieder unter sich. Ihr Lebensraum aber, der Stille Ozean, ist nicht immer so friedlich, wie sein Name verspricht. Chaos kam aus dem Bauch der Erde. Mit glühenden Gesteinsfontänen, giftigen Gasen und sengendem Aschenregen. Die Berge speien Feuer und schleudern über 1000 Grad heißes Magma aus. Breite Lavaströme stürzen ins Meer. Ein Schauspiel von Madame Palai, der polynesischen Feuergöttin. Diese Bilder, erst kürzlich auf Hawaii gedreht, beweisen, der Pazifik ist einer der jüngsten Teile unseres Planeten, seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Ein Gürtel erloschener und aktiver Vulkane umgibt ihn, Kraterinseln füllen sein Becken. Die Katastrophe kann sich täglich wiederholen. Wenn kaltes Seewasser sich mit heißer Lava vermischt,
entsteht ein ungeheurer Gas- und Dampfdruck. Er zerreißt den Landsockel und sprengt Berggipfel in die Luft. So verschwanden ganze Inseln und tauchten neue auf. Schwarzer Vulkanboden verrät noch heute ihre feurige Geburt. Land zwischen Hölle und Himmel, so nennen die Eingeborenen jene Inseln. Nach einer Sage von den Karolinen war ein Lavafelsen umspült vom Urmeer, die Gebärmutter des Universums. Alles, was man hier braucht zum Leben, kommt aus dem Meer. Alles, was lebt, muss wieder zurück ins Meer. Ein ewiger Kreislauf, anschaulich in alten Ritualen. Sitztanz der Mädchen im Norden der Karolineninsel Yap. Keine Touristenschau, sondern Einleitung zu einem traditionellen Dorffest. In beschwörendem Singsang, vor allem aber mit ständig wechselnden Gesten und Fingerhaltungen, tragen sie einen Mythos aus dunkler Frühzeit vor. Ein Mythos, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Eines Tages klatschte ein Fisch ans Ufer und wurde zu einer Frau. Sie wusste, wenn sie jemals Yamswurzeln aß oder Kartoffeln, musste sie wieder zurück ins Meer. Denn Yams und Süßkartoffeln sind nicht die Früchte der See, ihrer Heimat. Die Frau stieg auf einen Berg. Dort wartete ein Mann und heiratete sie. Aber er hatte bereits ein Weib. Es war eifersüchtig auf die Nebenbuhlerin und entlockte ihr das Geheimnis. Heimlich mischte sie Yamsknollen und das Essen und gab es ihr. Die Fischfrau bekam Aussatz und wurde sehr krank. Als sie im Sterben lag, hatte sie nur einen Wunsch, dorthin gebracht zu werden, woher sie kam. Das geschah und die Wellen trugen sie fort. Man hat sie nie wieder gesehen, weder in Gargil noch vor Rumung. Aber das, wovon wir euch berichten, kann immer wieder passieren. Und deshalb erzählen wir euch diese wahre Geschichte noch einmal. Dem Festplatz steht das Haus von Häuptling Waath. Der 73-Jährige lebt heute allein. Seine Frau ist gestorben. Waath ist getaufter Christ. Früher war er einer der 7 Priester von Yap, die die Geister beschwörten. Damals, erinnert er sich, habe er auch Menschen getötet. Nicht direkt mit eigenen Händen, sondern durch Magie, durch Übertragung seines Willens. Waath erzählt eine ähnliche Sage wie die tanzenden Mädchen. Also, es war vor langer Zeit auf der Insel Rumung. Im Dorf Tagam war wieder mal ein Fest. Die haben dort früher mächtig gefeiert, vor allem viel getrunken. Da brauchte man natürlich immer wieder Nachschub. Deshalb stieg ein Mann auf einen Kokosbaum, um junge Zweige für Tuba, für Palmwein, anzuschneiden. Und da hat er sie gesehen. Sie müssen aus dieser Richtung gekommen sein. Dort hinten lag früher eine große Insel. Mein Großvater hat sie noch gekannt. Sie ist dann aber über Nacht verschwunden. Jedenfalls hat der Mann auf der Palme gesehen,
wie zwei Delfine ans Ufer kamen und sich in zwei Mädchen verwandelten. Sie streiften ihre Flossen ab und versteckten sie im Sand. Dann gingen sie zum Tanzen nach Tagam. Der Mann stieg vom Baum herunter, grub Schwanz und Rückenflossen aus und verbarg sie in seinem Garten. Später lief er wieder zum Strand, wo die zwei Mädchen verzweifelt nach ihrer Fischhaut suchten. Er nahm die eine mit und heiratete sie. Sie bekamen viele Kinder. Aber eines Tages entdeckte die Frau im Tarofeld ihre Flossen. Sie reinigte sie, zog sie sich an, verließ die Familie und ging zurück ins Meer. Ohne das Meer gäbe es nicht das Wahrzeichen von Jap, sein Steingeld. Eine Währung, die einmalig ist in der Welt. Diese Münzen heißen in der Landessprache Fei. Sie stehen vor dem Haus ihrer Besitzer oder begrenzen die streng privaten Grundstücke. Riesige Mühlräder mit einem Loch in der Mitte für eine Transportstange. Jeder hier zeigt sein Bankkonto offen vor. Die Leute sind steinreich, im wahrsten Sinne des Wortes. Fast 7000 Exemplare werden noch heute auf den vier Inseln von Jap gehortet. Es gibt regelrechte Alleen aus Steingeld, das allem im Dorf gemeinsam gehört, sozusagen eine Gemeindesparkasse. Und das seit fast 2000 Jahren. Die größte Münze hat einen Durchmesser von 3,70 Meter. Und man braucht etwa 12 starke Männer, um sie zu bewegen. Dieses gewichtige Zahlungsmittel ist noch jetzt im Umlauf, zum Beispiel beim Brautkauf oder beim Erwerb von Grund und Boden. Dabei wechselt das Geld zwar seinen Besitzer, bleibt aber immer am gleichen Platz. Wer sollte es auch stehlen? Steinmünzen säumten auch die heiligen Plätze der Alten, die heute unbenutzt im dämmerigen Urwald verfallen. Die Geister der Ahnen werden nur noch heimlich verehrt. Steingeld schmückt auch die Falufs, die strohgedeckten Männerhäuser, die man auf künstlichen Landzungen in die Lagune baute. Die Münzen bestehen aus feinkörnigem Aragonit, einer Art Kalkspat. Nun gibt es diese Gesteinsart überhaupt nicht auf Jap, wohl aber auf Palau, einer Inselgruppe 460 Kilometer südwestlich von Jap. Dort wurde das Material in großen Steinbrüchen gewonnen und gleich bearbeitet. Leichte Flöße transportierten die fertigen Münzen übers offene Meer nach Jap. Ein riskantes Unternehmen, bei dem Boot, Besatzung und Fracht oft genug verloren gingen. Ein Beispiel aber auch für die seefahrerischen Leistungen der Insulaner. Mit dem gleichen Geschick und Wagemut brachen ihre Vorfahren einst zur Eroberung des stillen Ozeans auf. Ausgangspunkte waren vermutlich Indonesien und die Philippinen. Zunächst wurde Melanesien besiedelt, das Gebiet um Neuguinea und die Salomonen. Um 1500 vor Christus erreichte man die Inseln Mikronesiens, zu denen auch Jap gehört. Knapp 2000 Jahre später landeten die hochseetüchtigen Doppelkanus in Polynesien. Mit solchen Booten, die uns heute primitiv erscheinen, unternahmen die Eingeborenen bis zu 4000 Kilometer weite Fahrten ins Blaue des Pazifik. Um 1000 nach Christus entdeckten sie dabei Hawaii und Neuseeland. Wie haben die Kapitäne der Südsee überhaupt den Weg zu ihren weit entfernten Zielen gefunden? Moderne Navigationsmittel, zum Beispiel den Kompass, kannten sie natürlich nicht. Sie orientierten sich nach der Meeresströmung, nach der Richtung des Windes, nach der Beschaffenheit der Wellen, am Vogelflug und am Lauf der Gestirne. Diese Art der Orientierung war besonders einfach,
weil sich die Sterne in den Tropen fast parallel von Ost nach West bewegen und dabei besonders gut zu erkennen sind. Außerdem benutzen die Eingeborenen höchst raffinierte Seekarten. Ich habe hier eine solche Karte von den Marshallinseln. Sie besteht aus einem fast quadratischen Flechtwerk aus Pandanus- und Palmwedelstöckchen, auf denen kleine Kaurimuscheln befestigt sind. Die querlaufenden Stäbe geben konstante Strömungen und Winde an. Die Muscheln bezeichnen Inseln, Riffe und Atolle. Jede dieser Karten trug sozusagen die persönliche Handschrift des einzelnen Kapitäns. Kein anderer konnte sie also lesen und damit umgehen. So unglaublich es für uns klingt, mit diesem primitiven Koordinatensystem konnte man sich in den Weiten des Pazifik hervorragend zurechtfinden und mit großer Wahrscheinlichkeit seinen Zielhafen erreichen. Unser nächstes Ziel ist Ponape, ebenfalls eine Karolineninsel, 2240 Kilometer östlich von Jap. Die Hauptstadt Colonia könnte auch im Wilden Westen liegen. Seit dem Ende des Weltkriegs haben die Amerikaner die Karolinen verwaltet und das Treuhandgebiet mit ihrem Lebensstil beglückt. Eine Blech- und Kokawelle hat die Kokosinseln überrollt. Der Südsee-Charme ist angekratzt. Ursprünglich war Ponape eine Kolonie der Spanier, später der Japaner. Deren Autos beherrschen heute wieder die staubigen Pisten bis zu ihrem Ende im Dschungel. Ein kurzes Gastspiel wagten auch die Deutschen. 1899 kaufte das Wilhelminische Reich den Spaniern die Karolinen ab, zum Preis von 18 Millionen Goldmark. Aber schon 1914 war Deutschlands Traum von einem Platz an der Sonne zu Ende. An seine Kolonialzeit erinnern nur die ruinierte Kirche in Colonia und ein kleiner Friedhof, der noch heute liebevoll von Einheimischen gepflegt wird. Einige, die hier ruhen, sind gefallen für Kaiser und Reich, wie das damals hieß. Sie starben 1911 bei einem Aufstand von Eingeborenen. Die hatten sich geweigert, ohne Bezahlung für die Deutschen zu arbeiten, denen es in erster Linie um Rohstoffquellen und neue Absatzmärkte ging. Berlin schickte 4 Kreuzer zu einer Strafexpedition nach Ponape. Die Anführer der Revolte wurden standrechtlich erschossen, zahlreiche Gefangene nach Jap deportiert. Verluste auf deutscher Seite 9 Mann. Viktor Berg, der Gouverneur der Insel, fand 1907 ein höchst mysteriöses Ende. Trotz eindringlicher Warnungen und scharfer Proteste der Bevölkerung von Ponape gab er Befehl zu einer verhängnisvollen Nacht- und Nebelaktion. Seine Männer fuhren zur Insel Painkitel. Dort war Isokelekel bestattet, der erste Herrscher aus dem Geschlecht der Nanwaki. Die Deutschen öffneten das Grab des Königs und holten seine Gebeine heraus. Am Tag darauf wurde der kerngesunde Gouverneur plötzlich krank und starb innerhalb weniger Stunden. Für die Eingeborenen war die Todesursache klar. Ihn traf der Fluch der Geister von Nan Madol. Nan Madol ist der geheimnisvollste Ort im ganzen Pazifik. Der Name bedeutet so viel wie im Raum. Ein erster Hinweis auf einen ummauerten Platz. Die Einheimischen sprechen stolz vom 8. Weltwunder. Denn diese Anlage ist mit keiner anderen zu vergleichen. Am Eingang zur Dschungelstadt ragt die Festung Nandovas auf. Die 9 Meter hohe und fast 3 Meter dicke Außenmauer hat nur einen einzigen Eingang. Wir betreten den Königsweg und schauen uns zunächst im Vorhof um. Er wurde quadratisch angelegt.
Ein Teil des Zyklopenwalls ist bereits eingestürzt. Eine zweite Mauer schützt den Innenbezirk, wo sich die Schatzkammer und das Grabgewölbe der Saudeleurs befanden, jener sagenhaften frühen Herrscher über Ponape. Der erste von ihnen soll in einem großen Kanu aus dem Süden gekommen sein, vielleicht aus Neuguinea. Und weil er ein Krieger war, ließ er zuerst diese Festung errichten. Unter ihrem Boden verlaufen zwei niedrige Tunnels. Ihr Zweck ist unbekannt. In solchen tiefen Löchern dagegen wurden Kriegsgefangene und Verbrecher eingesperrt. Wissenschaftler haben überschlagen, dass für den Transport der tonnenschweren Blöcke und den Bau der gigantischen Wände etwa 10.000 gut organisierte Arbeiter nötig waren. Das Material hatte zum Teil enorme Ausmaße. Ich habe ein paar der steinernen Träger nach Länge und Breite vermessen. 1,50 Meter, fertig. Fünf Meter und 59. Keine. Und die Höhe sind 48 Zentimeter exakt. Einige Forscher haben sich gewundert, warum die Pfeiler kaum Bearbeitungsspuren zeigen. Des Rätsels Lösung findet man in den alten Steinbrüchen im Innern der Insel. Den Zugang muss man sich erst freischlagen. Tief verborgen im verfilzten Regenwald lagert dort kristalliner Basalt, ein jungvulkanisches Ergussgestein. Das Material wächst als massiges Paket aus dem Boden. Die Kräfte der Natur haben es bereits in prismenförmige Balken zugeschnitten. Die Arbeiter mussten sie nur noch herauslösen. Da sie kein Metall kannten, benutzten sie Meißel aus den harten Schalen der Tridacna-Muschel, um die Rohlinge zu glätten. Anschließend rollte man sie auf geschälten und eingeölten Baumstämmen ans Meer. Von dort transportierten Bambusflöße das Material zur Ostküste der Insel nach Nan Madol. Die fünf- und sechskantigen Säulen wurden erdbebensicher und wasserdurchlässig aufeinander getürmt, hochgeschichtet wie die Balken eines Blockhauses. Korallenschutt füllt die Hohlräume. Die unbekannten Bauingenieure hinterließen ein Meisterwerk an Präzision. Nan Madol ist noch heute Privatbesitz eines echten Südseekönigs, Seiner Majestät Salta Salvador Hadley. Er ist der 23. Herrscher von Madolenim. Erst nach langem Zögern war er zu einem Gespräch in der Ruinenstadt bereit. Sie ist für die Leute von Ponape noch immer ein heiliger Platz, ein magischer Ort, wo die Geister der Ahnen wohnen und wo es spukt. Ich frage ihn, was er über die Entstehung von Nan Madol weiß, was sich sein Volk früher davon erzählt hat. So wie es unsere alten Sagen berichten, haben Götter oder Dämonen gepfiffen. Und dann sind die Steine von allen Seiten durch die Luft geflogen und hier an dieser Stelle heruntergekommen, wo sie sich sofort zu Häusern und Palästen zusammengesetzt haben. Wie gesagt, das ist eine Sage. Sie drückt aber jene magische Kraft aus, die man immer hinter Nan Madol sah, weil man sich seine Entstehung nicht anders erklären konnte. Der Ursprung der Stadt liegt bis heute in mystischem Dunkel. Ihre Gründung hängt auf jeden Fall eng zusammen mit dem Meer und seinen Gezeiten. Hier ein Ausschnitt bei Ebbe. Auf dem ummauerten Platz links hinten wurden einst die Toten beigesetzt. Der gleiche Blick, 5 Stunden später, wenn das Wasser wieder steigt. Erst bei Flut erlebt man die eigentliche Überraschung von Nan Madol. Diese Stadt liegt im Meer, erbaut auf 92 künstlichen Inseln. Wir nehmen den Hauptkanal, die Straße der Krokodile,
Erst kürzlich hat man bei Ponape Estuarine-Krokodile gesichtet. Diese gefährlichen Salzwasserechsen werden bis zu 7 Meter lang. Vermutlich wurden sie hier als heilige Tiere verehrt. Immergrüne Mangrovengürtel mit ihren Luftwurzeln verbergen die künstlichen Inseln, die bis zu 70 Quadratmetern groß sind. Ihre steingefassten Ränder sind schon teilweise heruntergebrochen. Jede Insel hatte ihre ganz bestimmte Funktion. Eine war Herrschersitz und Verwaltungszentrum, auf der anderen wurde ausschließlich Kokosöl produziert. Die Insel Pihikap war ein einziger Kultplatz mit Zuchtbecken für heilige Schildkröten. Von dort führte ein unterseeischer Tunnel zu einer Stelle außerhalb des Saumriffs, durch den die Rifffische bis ins Stadtzentrum kamen. Von all dem ist nichts mehr zu sehen. In einem wahren Tropenrausch hat der Dschungel die tote Stadt zwischen seine Wurzeln und Stämme genommen und sich unaufhaltsam einen Platz erobert, der ihm nie zustand. Denn hier gab es ursprünglich nur künstliche Inseln aus Korallenschutt und Basaltplanken, mit Häusern, kleinen Gärten und Nutzpflanzen. Dazwischen glitzernde Wasserstraßen. Steinerne Schleusentore haben einst das Kanalsystem reguliert. Damit konnte man das Straßennetz öffnen oder sperren und den Wasserstand immer auf gleicher Höhe halten, unabhängig von Ebbe und Flut. In diesem Venedig des Pazifik herrschte also jederzeit reger Bootsverkehr. Was wir heute über Nan Madol wissen, haben Archäologen aus Japan und den USA durch Grabungen herausgefunden. Sie haben auch erste Daten über das Alter von Nan Madol geliefert, und zwar mit Hilfe der C14-Methode. Dabei misst man den radioaktiven Kohlenstoff, der in allen organischen Substanzen steckt, also in Knochen, Holz oder Holzkohle. 3 Jahreszahlen liegen jetzt vor: 1180, 1260 und 1430 nach Christus. Das heißt, Nan Madol ist mindestens 800 Jahre alt. Es kann aber auch noch wesentlich älter sein. Und der Zeitpunkt 1430 bedeutet noch lange nicht, dass die Stadt kurz danach verlassen wurde. Als die Europäer Mitte des vorigen Jahrhunderts Nan Madol entdeckten, war der Ort menschenleer. Er umfasste damals 18 Quadratkilometer. Die hemmungslos wuchernde Vegetation hat heute nur noch einen Bruchteil davon freigelassen. Zur Seeseite hin besitzt die Stadt eine Mole. Hier konnten Lagunenschiffe anlegen. Ein starker Wellenbrecher aus Basalt und Korallenbrocken fängt die Brandung ab und schützt einen kleinen Hafen. Dies alles verrät eine wohldurchdachte Planung und hochentwickelte Infrastruktur mit Versorgungseinrichtungen und Arbeitsplätzen für Tausende von Menschen. Wir wollten wissen, ob sich die Stadt unter Wasser weiter fortsetzt und ob die Könige von Nan Madol tatsächlich einen Friedhof auf dem Meeresboden hatten, wie es alte Sagen immer wieder erzählen. Ein Taucherteam aus Japan ging für uns auf Suche. Neben ihrer Spezialausrüstung, einschließlich Kamera, nahmen sie Bandmaß und Zeichengerät mit, um wichtige Einzelheiten vor Ort maßstabgetreu festzuhalten. Außerdem Metallschaber, um die Oberfläche verkrusteter Gegenstände freizukratzen. Bei einer Wassertemperatur von 29 Grad und klarer Sicht bis 50 Meter Tiefe schien diese Expedition ein reines Vergnügen zu werden. Eine Wunderwelt tut sich vor uns auf. Wir gleiten durch ein riesiges Aquarium ohne Wände, umgeben von Millionen kleinster Lebewesen.
Durch die Korallengärten patrouilliert ein Hai. Aber er ist friedlich. Sein Mittagstisch wartet weiter draußen am Saumriff und ist immer reich gedeckt. Die Schnapper und Kaiserfische lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Ihre Nahrung schwebt zwischen den Ästen des Korallenbeets. Jetzt sind unsere Taucher an den Fundamenten von Nan Madol. Schwere Basaltquader, ohne Bindemittel zusammengesetzt. Sie lagern 2 Meter unter dem Wasserspiegel auf der Riffplatte, die hier sanft abfällt. Dieses Riff besteht aus einem Kalksteingerüst und wächst jährlich um 1 bis 3 Zentimeter. Das Riff vor Nan Madol ist etwa 30 Meter dick und damit mindestens 1400 Jahre alt. Vorsicht! Diese Seeschlange ist eins der gefährlichsten Reptilien. Ihr Gift ist 4-mal stärker als das der Königskobra und wirkt nach 7 Sekunden absolut tödlich. Mit einem eleganten Schwung bringt sich unser Assistent aus der Gefahrenzone. Er richtet seine Tiefseelampe ein, denn er hat weiter unten etwas Merkwürdiges entdeckt. Überall liegen Basaltsäulen herum. Das sind keine Fundamentsteine, sondern Trümmer von Häusern oder Mauern. Vielleicht ist ein Teil der Stadt bei einem Erdbeben ins Meer abgerutscht. Einige Steine können aber auch symbolische Opfergaben für Haie sein. Im Hai verbarg sich der Kriegsgott. In 20 Meter Tiefe ragen plötzlich 3 mächtige Pfeiler auf. Sie sind dicht besetzt mit Schwämmen und Muscheln, mit Seeanemonen und Korallengeflecht. Unsere Taucher haben diese Kruste aufgekratzt und festgestellt, dass Basalt darunter steckt. Aber eine Erklärung für diese gigantischen Türme fehlt uns. Und einen Unterwasserfriedhof haben wir auch nicht gefunden. Nan Madol aus der Sicht der Albatrosse und unseres Piloten. Da unten liegt die Festung Nandovas mit dem Wellenbrecher. Obwohl der Dschungel ein dichtes grünes Tarnnetz über die tote Stadt gespannt hat, kann man die regelmäßigen Flächen der Inseln, das Kanalsystem mit seinen Querstraßen und versumpften Seitenarmen, noch recht gut erkennen. Warum wurde diese Stadt ausgerechnet auf 92 künstlichen Inseln angelegt, wo es hier von echten Inseln nur so wimmelt? Wer hat sie überhaupt erbaut? Was für Menschen lebten hier? War es nur eine Adels- und Priesterkaste, die hier draußen einen Geheimkult gründete? Oder waren es fremde Eroberer, die von dieser einsamen Machtzentrale aus das Volk von Ponape kontrollierten? War Nan Madol vielleicht der Außenposten eines viel größeren Südseereichs? Und warum wurde die Stadt dann wieder verlassen? Auf all diese Fragen gibt es bis heute keine Antwort. So kreisen denn nach wie vor fantastische Spekulationen um das Venedig im stillen Ozean. Durchaus seriöse Wissenschaftler behaupten, Nan Madol sei der Rest eines großen Kontinents, der in grauer Frühzeit fast den ganzen Südpazifik ausgefüllt habe. Von den Philippinen und Indonesien im Westen bis zur Osterinsel und der kalifornischen Küste im Osten. Nach einer gewaltigen Naturkatastrophe sei diese riesige Landmasse im Meer versunken.
bis auf die Gipfel einiger Gebirgsketten, die heute als Inseln mit rätselhaften Steinbauten aus dem Wasser ragen. Lemuria oder Mu, so hat man diesen verlorenen Kontinent genannt. Experte für jenes Reich aus der Tiefe ist Dr. Yotoku Shirakami aus Tokio. Japanische Zeitungen bezeichnen ihn als Botschafter von Mu. Ich bin fest davon überzeugt, dass es einen großen Kontinent mitten im Pazifik gegeben hat. Wie Sie wissen, verlaufen unter den Inseln Ozeaniens viele Erdbebenzonen und Vulkangürtel. Daraus entstand einst ein Kontinent, der sich hob und wieder senkte. Und das immer wieder. Warum hob sich der Kontinent? Unter dem Meeresboden lagerte ein riesiges Gaskissen. Wenn sich viel Gas darin staute, hob sich der Boden. Sobald das Gas entwich, sank er wieder. Vor etwa 12.000 Jahren muss dieser Hohlraum plötzlich so viel Gas verloren haben, dass die ganze Landmasse im Meer unterging. Nanmadol auf Ponape, Tongatabu und die Osterinsel sind alles Reste dieses versunkenen Kontinents. Herr Professor Sandheim, kann man mit solchen Erklärungen die Existenz eines verschollenen Kontinents im Pazifik nachweisen? Ich glaube aus meiner meeresgeologischen Sicht nicht. Es war noch vielleicht vor 20 Jahren möglich, an solche Erklärungen, wie der Kollege aus Japan sie gibt, zu denken. Aber inzwischen sind unsere Kenntnisse dermaßen angewachsen, dass wir mit großer Sicherheit das ausschließen können. Wir müssen hier im pazifischen Raum grundsätzlich vielleicht für diese Fragestellung zwei Gebiete trennen, eben den pazifischen Raum als Ganzen mit der pazifischen Kruste, von der wir nachweislich wissen, dass sie hier in diesem Teil des Pazifiks mindestens 100 bis 180 Millionen Jahre alt ist. Und zweitens die Inselgirlanden mit ihren Vulkanen, die den Pazifik da umranden. Auf denen gibt es auch Bewegungen, die man in Betracht ziehen müsste. Aber hier kommt das Problem der Zeitdimension. Was uns die Vorgeschichtler und die Archäologen sagen, das bedeutet, dass Hochkulturen kaum älter sein können als 5.000 oder 7.000 oder wenn wir fest sind, 8.000 Jahre. Aber mit den geologischen Vorgängen, mit denen wir es hier zu tun haben, da dreht es sich um ja, Millionen, ja, Hunderttausende, also um einen ganz anderen Zeitraum. Auch gewaltige Vulkanausbrüche, Erdbeben und Flutwellen oder die Senkung des Meeresspiegels infolge der Eiszeit haben das äußere Bild des Pazifik seit Jahrmillionen nicht wesentlich verändert. Damit kann man die Theorie vom Kontinent Mu getrost zu den Akten legen. Und trotzdem, noch immer gibt es in der Südsee unerklärliche Vorgänge und rätselhafte Bräuche. Sie scheinen die dunkle Erinnerung an ein verschollenes Inselreich wachzuhalten, an ein uraltes Imperium mit mächtigem Einfluss. Wir sind auf den äußeren Truk-Inseln in der Karolinengruppe. Noch heute verfrachten Eingeborene Früchte und Meerestiere in ihr Kanu als Tribut für einen unbekannten Herrscher. Seeschildkröten, Taro-Knollen, Bananen und frische Kokosnüsse werden sorgfältig auf dem Boot festgeschnürt. Die Insulaner haben keine Ahnung, warum sie diese Abgaben überhaupt liefern müssen, und sie kennen auch nicht den Empfänger. Sie wissen nur eins, es ist streng tabu, den Sinn dieses Unternehmens in Frage zu stellen. Wer ein Tabu verletzt, muss mit schlimmer Krankheit rechnen oder gar mit dem Tode. Und es wäre ein schwerer Verstoß gegen ungeschriebene Gesetze, diesen Brauch nicht mehr durchzuführen.
Heute hat diese Tributzahlung rein symbolische Bedeutung. Die Großväter dieser Männer sind noch weit hinausgefahren und haben ihre Gaben auf hoher See versenkt, weil sie nicht mehr wussten, wohin sie das Geschenk eigentlich bringen sollten. Jetzt paddelt man nur eine bestimmte Strecke aufs Meer hinaus, kehrt dann wieder um und bringt die Lebensmittel vernünftigerweise zur Insel zurück, wo sie unter die Dorfbevölkerung verteilt werden. Aber die uralte Überlieferung ist nach wie vor lebendig. Gab es vielleicht in grauer Frühzeit einen mächtigen Herrscher, dem unterworfene Inselgruppen tributpflichtig waren? Ein strenger Vater, der seine unmündigen Kinder auf den fernen Atollen beschützte, sich diesen Schutz aber immer wieder bezahlen ließ. Der Brauch bleibt rätselhaft. Rätsel und Geheimnisse birgt der weite Pazifik noch genug. Doch davon mehr in unserer nächsten Sendung. Palmwedelstöckchen, auf denen kleine Kaurimuscheln befestigt sind. Die querlaufenden Stäbe geben konstante Strömungen und Winde an. Die Muscheln bezeichnen Inseln, Riffe und Atolle. Jede dieser Karten trug sozusagen die persönliche Handschrift des einzelnen Kapitäns. Kein anderer konnte sie also lesen und damit umgehen. So unglaublich es für uns klingt, mit diesem primitiven Koordinatensystem konnte man sich in den Weiten des Pazifik hervorragend zurechtfinden und mit großer Wahrscheinlichkeit seinen Zielhafen erreichen. Unser nächstes Ziel ist Ponape, ebenfalls eine Karolineninsel, 2240 Kilometer östlich von Jap. Die Hauptstadt Colonia könnte auch im Wilden Westen liegen. Seit dem Ende des Weltkriegs haben die Amerikaner die Karolinen verwaltet und das Treuhandgebiet mit ihrem Lebensstil beglückt. Eine Blech- und Kokawelle hat die Kokosinseln überrollt. Der Südseecharme ist angekratzt. Ursprünglich war Ponape eine Kolonie der Spanier, später der Japaner. Deren Autos beherrschen heute wieder die staubigen Pisten bis zu ihrem Ende im Dschungel. Ein kurzes Gastspiel wagten auch die Deutschen. 1899 kaufte das Wilhelminische Reich den Spaniern die Karolinen ab, zum Preis von 18 Millionen Goldmark. Aber schon 1914 war Deutschlands Traum von einem Platz an der Sonne zu Ende. An seine Kolonialzeit erinnern nur die ruinierte Kirche in Colonia und ein kleiner Friedhof, der noch heute liebevoll von Einheimischen gepflegt wird. Einige, die hier ruhen, sind gefallen für Kaiser und Reich, wie das damals hieß. Sie starben 1911 bei einem Aufstand von Eingeborenen. Die hatten sich geweigert, ohne Bezahlung für die Deutschen zu arbeiten, denen es in erster Linie um Rohstoffquellen und neue Absatzmärkte ging. Berlin schickte 4 Kreuzer zu einer Strafexpedition nach Ponape.
Die Anführer der Revolte wurden standrechtlich erschossen. Zahlreiche Gefangene nach Yap deportiert. Verluste auf deutscher Seite 9 Mann. Nan Madol aus der Sicht der Albatrosse und unseres Piloten. Da unten liegt die Festung Nandovas mit dem Wellenbrecher. Obwohl der Dschungel ein dichtes grünes Tarnnetz über die tote Stadt gespannt hat, kann man die regelmäßigen Flächen der Inseln, das Kanalsystem mit seinen Querstraßen und versumpften Seitenarmen, noch recht gut erkennen. Warum wurde diese Stadt ausgerechnet auf 92 künstlichen Inseln angelegt, wo es hier von echten Inseln nur so wimmelt? Wer hat sie überhaupt erbaut? Was für Menschen lebten hier? War es nur eine Adels- und Priesterkaste, die hier draußen einen Geheimkult gründete? Oder waren es fremde Eroberer, die von dieser einsamen Machtzentrale aus das Volk von Ponape kontrollierten? War Nan Madol vielleicht der Außenposten eines viel größeren Südseereichs? Und warum wurde die Stadt dann wieder verlassen? Auf all diese Fragen gibt es bis heute keine Antwort. So kreisen denn nach wie vor fantastische Spekulationen um das Venedig im stillen Ozean. Durchaus seriöse Wissenschaftler behaupten, Nan Madol sei der Rest eines großen Kontinents, der in grauer Frühzeit fast den ganzen Südpazifik ausgefüllt habe. Von den Philippinen und Indonesien im Westen bis zur Osterinsel und der kalifornischen Küste im Osten. Nach einer gewaltigen Naturkatastrophe sei diese riesige Landmasse im Meer versunken. Bis auf die Gipfel einiger Gebirgsketten, die heute als Inseln mit rätselhaften Steinbauten aus dem Wasser ragen. Lemuria oder Mu, so hat man diesen verlorenen Kontinent genannt. Experte für jenes Reich aus der Tiefe ist Dr. Yotoku Shirakami aus Tokio. Japanische Zeitungen bezeichnen ihn als Botschafter von Mu. Ich bin fest davon überzeugt, dass es einen großen Kontinent mitten im Pazifik gegeben hat. Wie Sie wissen, verlaufen unter den Inseln Ozeaniens viele Erdbebenzonen und Vulkangürtel. Daraus entstand einst ein Kontinent, der sich hob und wieder senkte. Und das immer wieder. Warum hob sich der Kontinent? Unter dem Meeresboden lagerte ein riesiges Gaskissen. Wenn sich viel Gas darin staute, hob sich der Boden. Sobald rätselhaften Steinbauten aus dem Wasser ragen. Lemuria oder Mu, so hat man diesen verlorenen Kontinent genannt. Experte für jenes Reich aus der Tiefe ist Dr. Yotoku Shirakami aus Tokio. Japanische Zeitungen bezeichnen ihn als Botschafter von Mu. Ich bin fest davon überzeugt, dass es einen großen Kontinent mitten im Pazifik gegeben hat. Wie Sie wissen, verlaufen unter den Inseln Ozeaniens viele Erdbebenzonen und Vulkangürtel. Daraus entstand einst ein Kontinent, der sich hob und wieder senkte. Und das immer wieder. Warum hob sich der Kontinent? Unter dem Meeresboden lagerte ein riesiges Gaskissen. Wenn sich viel Gas darin staute, hob sich der Boden. Sobald das Gas entwich, sank er wieder. Vor etwa 12.000 Jahren muss dieser Hohlraum plötzlich so viel Gas verloren haben, dass die ganze Landmasse im Meer unterging. Nan Madol auf Ponape, Tongatabu und die Osterinsel sind alles Reste dieses versunkenen Kontinents. Herr Professor Sandheim, kann man mit solchen Erklärungen die Existenz eines verschollenen Kontinents im Pazifik nachweisen?
Ich glaube aus meiner meeresgeologischen Sicht nicht. Es war noch vielleicht vor 20 Jahren möglich, an solche Erklärungen, wie der Kollege aus Japan sie gibt, zu denken. Aber inzwischen sind unsere Kenntnisse dermaßen angewachsen, dass wir mit großer Sicherheit das ausschließen können. Wir müssen hier im pazifischen Raum grundsätzlich vielleicht für diese Fragestellung zwei Gebiete trennen, eben den pazifischen Raum als Ganzen mit der pazifischen Kruste, von der wir nachweislich wissen, dass sie hier in diesem Teil des Pazifiks mindestens 100 bis 180 Millionen Jahre alt ist, und zweitens die Inselgirlanden mit ihren Vulkanen, die den Pazifik da umranden. Auf denen gibt es auch Bewegungen, die man in Betracht ziehen müsste. Aber hier kommt das Problem der Zeitdimension. Was uns die Vorgeschichtler und die Archäologen sagen, das bedeutet, dass Hochkulturen kaum älter sein können als 5.000 oder 7.000 oder, wenn wir fesch sind, 8.000 Jahre. Aber mit den geologischen Vorgängen... Sie wusste, wenn sie jemals Yamswurzeln aß oder Kartoffeln, musste sie wieder zurück ins Meer. Denn Yams und Süßkartoffeln sind nicht die Früchte der See, ihrer Heimat. Die Frau stieg auf einen Berg. Dort wartete ein Mann und heiratete sie. Aber er hatte bereits ein Weib. Es war eifersüchtig auf die Nebenbuhlerin und entlockte ihr das Geheimnis. Heimlich mischte sie Yamsknollen und das Essen und gab es ihr. Die Fischfrau bekam Aussatz und wurde sehr krank. Als sie im Sterben lag, hatte sie nur einen Wunsch: dorthin gebracht zu werden, woher sie kam. Das geschah und die Wellen trugen sie fort. Man hat sie nie wieder gesehen, weder in Gargil noch vor Rumung. Aber das, wovon wir euch berichten, kann immer wieder passieren. Und deshalb erzählen wir euch diese wahre Geschichte noch einmal. Festplatz steht das Haus von Häuptling Waath. Der 73-Jährige lebt heute allein. Seine Frau ist gestorben. Waath ist getaufter Christ. Früher war er einer der 7 Priester von Yap, die die Geister beschwörten. Damals, erinnert er sich, habe er auch Menschen getötet. Nicht direkt mit eigenen Händen, sondern durch Magie, durch Übertragung seines Willens. Waath erzählt eine ähnliche Sage wie die tanzenden Mädchen. Also, es war vor langer Zeit auf der Insel Rumung. Im Dorf Tagam war wieder mal ein Fest. Die haben dort früher mächtig gefeiert, vor allem viel getrunken. Da brauchte man natürlich immer wieder Nachschub. Deshalb stieg ein Mann auf einen Kokosbaum, um junge Zweige für Tuba, für Palmwein, anzuschneiden. Und da hat er sie gesehen. Sie müssen aus dieser Richtung gekommen sein. Nahe dem Festplatz steht das Haus von Häuptling Waath. Der 73-Jährige lebt heute allein. Seine Frau ist gestorben. Waath ist getaufter Christ. Früher war er einer der 7 Priester von Yap, die die Geister beschwörten. Damals, erinnert er sich, habe er auch Menschen getötet. Nicht direkt mit eigenen Händen, sondern durch Magie, durch Übertragung seines Willens.
Wath erzählt eine ähnliche Sage wie die tanzenden Mädchen. Also, es war vor langer Zeit auf der Insel Romong. Im Dorf Tagam war wieder mal ein Fest. Die haben dort früher mächtig gefeiert, vor allem viel getrunken. Da brauchte man natürlich immer wieder Nachschub. Deshalb stieg ein Mann auf einen Kokosbaum, um junge Zweige für Tuba, für Palmwein, anzuschneiden. Und da hat er sie gesehen. Sie müssen aus dieser Richtung gekommen sein. Dort hinten lag früher eine große Insel. Mein Großvater hat sie noch gekannt. Sie ist dann aber über Nacht verschwunden. Jedenfalls hat der Mann auf der Palme gesehen, wie zwei Delfine ans Ufer kamen und sich in zwei Mädchen verwandelten. Sie streiften ihre Flossen ab und versteckten sie im Sand. Dann gingen sie zum Tanzen nach Tagam. Der Mann stieg vom Baum herunter, grub Schwanz- und Rückenflossen aus und verbarg sie in seinem Garten. Später lief er wieder zum Strand, wo die zwei Mädchen verzweifelt nach ihrer Fischhaut suchten. Er nahm die eine mit und heiratete sie. Sie bekamen viele Kinder. Aber eines Tages entdeckte die Frau im Tarofeld ihre Flossen. Sie reinigte sie, zog sie sich an, verließ die Familie und ging zurück ins Meer. Ohne das Meer gäbe es nicht das Wahrzeichen von Yap, sein Steingeld. Eine Währung, die einmalig ist in der Welt. Diese Münzen heißen in der Landessprache Fei. Sie stehen vor dem Haus ihrer Besitzer oder begrenzen die streng privaten Grundstücke. Riesige Mühlräder mit einem Loch in der Mitte für eine Transportstange. Jeder hier zeigt sein Bankkonto offen vor. Die Leute sind steinreich, im wahrsten Sinne des Wortes. Fast 7000 Exemplare werden noch heute auf den vier Inseln von Yap gehortet. Hinter dem Horizont liegt das letzte Paradies. Zauber der Südsee. Schäumende Brandung um winzige Inseln in der unendlichen Weite des Pazifik. Schmale Atolle mit Palmenfrisur. Funkelnde Schmuckstücke auf tiefblauem Sand. Wir sammeln Inseln. Inseln aus der Schatzkammer der Natur. Künstliche Inseln, die der Mensch geschaffen, und Inseln, von denen es heißt, die Götter selbst hätten sie ins Meer geschleudert. Ghettos zum Pauschalpreis gibt es sie noch. Flecken, die die Welt übersehen hat. Einsame Reservate des Glücks im Ursprung. Mit Barfußstränden aus klein gemahlenen Korallen und Millionen zerriebener Muscheln, wo man ab morgen Robinson spielen möchte. Bucht der Abenteuer. Es scheint, als habe die Bounty oder die Flotte von Captain James Cook gerade erst die Anker gelichtet und Kurs genommen aufs offene Meer. Ein Supermeer. Mit 180 Millionen Quadratkilometern größer als die Landoberfläche der Erde. Platz genug für Menschen verschiedener Rassen und Kulturen. Aufgeteilt in drei große Zonen.
In Mikronesien, die kleinen Inseln zwischen den Philippinen und Hawaii. Melanesien, das Gebiet der Schwarzinseln, benannt nach der dunklen Ausgangspunkte, waren vermutlich Indonesien und die Philippinen. Zunächst wurde Melanesien besiedelt, das Gebiet um Neuguinea und die Salomonen. Um 1500 vor Christus erreichte man die Inseln Mikronesiens, zu denen auch Yap gehört. Knapp 2000 Jahre später landeten die hochseetüchtigen Doppelkanus in Polynesien. Mit solchen Booten, die uns heute primitiv erscheinen, unternahmen die Eingeborenen bis zu 4000 Kilometer weite Fahrten ins Blaue des Pazifik. Um 1000 nach Christus entdeckten sie dabei Hawaii und Neuseeland. Wie haben die Kapitäne der Südsee überhaupt den Weg zu ihren weit entfernten Zielen gefunden? Moderne Navigationsmittel, zum Beispiel den Kompass, kannten sie natürlich nicht. Sie orientierten sich nach der Meeresströmung, nach der Richtung des Windes, nach der Beschaffenheit der Wellen, am Vogelflug und am Lauf der Gestirne. Diese Art der Orientierung war besonders einfach, weil sich die Sterne in den Tropen fast parallel von Ost nach West bewegen und dabei besonders gut zu erkennen sind. Außerdem benutzten die Eingeborenen höchst raffinierte Seekarten. Ich habe hier eine solche Karte von den Marshallinseln. Sie besteht aus einem fast quadratischen Flechtwerk aus Pandanus- und Palmwedelstöckchen, auf denen kleine Kaurimuscheln befestigt sind. Die querlaufenden Stäbe geben konstante Strömungen und Winde an. Die Muscheln bezeichnen Inseln, Riffe und Atolle. Jede dieser Karten trug sozusagen die persönliche Handschrift des einzelnen Kapitäns. Kein anderer konnte sie also lesen und damit umgehen. So unglaublich es für uns klingt, mit diesem primitiven Koordinatensystem konnte man sich in den Weiten des Pazifik hervorragend zurechtfinden und mit großer Wahrscheinlichkeit seinen Zielhafen erreichen. Unser nächstes Ziel ist Ponape, ebenfalls eine Karolineninsel, 2240 Kilometer östlich von Yap. Die Hauptstadt Colonia könnte auch im Wilden Westen liegen. Seit dem Ende des Weltkriegs haben die Amerikaner die Karolinen verwaltet und das Treuhandgebiet mit ihrem Lebensstil beglückt. Eine Blech- und Kokawelle hat die Kokosinseln überrollt. Der Südsee-Charme ist angekratzt. Ich habe hier eine solche Karte von den Marshallinseln. Sie besteht aus einem fast quadratischen Flechtwerk aus Pandanus- und Palmwedelstöckchen, auf denen kleine Kaurimuscheln befestigt sind. Die querlaufenden Stäbe geben konstante Strömungen und Winde an. Die Muscheln bezeichnen Inseln, Riffe und Atolle. Jede dieser Karten trug sozusagen die persönliche Handschrift des einzelnen Kapitäns. Kein anderer konnte sie also lesen und damit umgehen. So unglaublich es für uns klingt, mit diesem primitiven Koordinatensystem konnte man sich in den Weiten des Pazifik hervorragend zurechtfinden und mit großer Wahrscheinlichkeit seinen Zielhafen erreichen. Unser nächstes Ziel ist Ponape, ebenfalls eine Karolineninsel, 2240 Kilometer östlich von Yap. Die Hauptstadt Colonia könnte auch im Wilden Westen liegen. Seit dem Ende des Weltkriegs haben die Amerikaner die Karolinen verwaltet und das Treuhandgebiet mit ihrem Lebensstil beglückt. Eine Blech- und Kokawelle hat die Kokosinseln überrollt. Der Südsee-Charme ist angekratzt. Wo
Ursprünglich war Ponape eine Kolonie der Spanier, später der Japaner. Deren Autos beherrschen heute wieder die staubigen Pisten bis zu ihrem Ende im Dschungel. Ein kurzes Gastspiel wagten auch die Deutschen. 1899 kaufte das Wilhelminische Reich den Spaniern die Karolinen ab, zum Preis von 18 Millionen Goldmark. Aber schon 1914 war Deutschlands Traum von einem Platz an der Sonne zu Ende. An seine Kolonialzeit erinnern nur die ruinierte Kirche in Colonia und ein kleiner Friedhof, der noch heute liebevoll von Einheimischen gepflegt wird. Einige, die hier ruhen, sind gefallen für Kaiser und Reich, wie das damals hieß. Sie starben 1911 bei einem Aufstand von Eingeborenen. Die hatten sich geweigert, ohne Bezahlung für die Deutschen zu arbeiten, denen es in erster Linie um Rohstoffquellen und neue Absatzmärkte ging. Berlin schickte 4 Kreuzer zu einer Strafexpedition nach Ponape. Die Anführer der Revolte wurden standrechtlich erschossen, zahlreiche Gefangene nach Jap deportiert. Verluste auf deutscher Seite. Seine Männer fuhren zur Insel Painkitel. Dort war Isokelekel bestattet, der erste Herrscher aus dem Geschlecht der Nanwaki. Die Deutschen öffneten das Grab des Königs und holten seine Gebeine heraus. Am Tag darauf wurde der kerngesunde Gouverneur plötzlich krank und starb innerhalb weniger Stunden. Für die Eingeborenen war die Todesursache klar. Ihn traf der Fluch der Geister von Nan Madol. Nan Madol ist der geheimnisvollste Ort im ganzen Pazifik. Der Name bedeutet so viel wie im Raum. Ein erster Hinweis auf einen ummauerten Platz. Die Einheimischen sprechen stolz vom 8. Weltwunder. Denn diese Anlage ist mit keiner anderen zu vergleichen. Am Eingang zur Dschungelstadt ragt die Festung Nandovas auf. Die 9 Meter hohe und fast 3 Meter dicke Außenmauer hat nur einen einzigen Eingang. Wir betreten den Königsweg und schauen uns zunächst im Vorhof um. Er wurde quadratisch angelegt. Ein Teil des Zyklopenwalls ist bereits eingestürzt. Eine zweite Mauer schützt den Innenbezirk, wo sich die Schatzkammer und das Grabgewölbe der Saudeleurs befanden, jener sagenhaften frühen Herrscher über Ponape. Der erste von ihnen soll in einem großen Kanu aus dem Süden gekommen sein, vielleicht aus Neuguinea. Und weil er ein Krieger war, ließ er zuerst diese Festung errichten. Unter ihrem Boden verlaufen 2 niedrige Tunnels. Ihr Zweck ist unbekannt. In solchen tiefen Löchern dagegen wurden Kriegsgefangene und Verbrecher eingesperrt. Wissenschaftler haben überschlagen, dass für den Transport der tonnenschweren Blöcke und den Bau der gigantischen Wände etwa 10.000 gut organisierte Arbeiter nötig waren. Das Material hatte zum Teil enorme Ausmaße. Ich habe ein paar der steinernen Träger nach Länge und Breite vermessen. 3,50 Meter, fertig. Fünf Meter und 59. Keller. Und die Höhe. Göttin. Diese Bilder, erst kürzlich auf Hawaii gedreht, beweisen, der Pazifik ist einer der jüngsten Teile unseres Planeten, seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Ein Gürtel erloschener und aktiver Vulkane umgibt ihn. Kraterinseln füllen sein Becken. Die Katastrophe kann sich täglich wiederholen. Wenn kaltes Seewasser sich mit heißer Lava vermischt, entsteht ein ungeheurer Gas- und Dampfdruck.
Er zerreißt den Landsockel und sprengt Berggipfel in die Luft. So verschwanden ganze Inseln und tauchten neue auf. Schwarzer Vulkanboden verrät noch heute ihre feurige Geburt. Land zwischen Hölle und Himmel. So nennen die Eingeborenen jene Inseln. Nach einer Sage von den Karolinen war ein Lavafelsen umspült vom Urmeer die Gebärmutter des Universums. Alles, was man hier braucht zum Leben, kommt aus dem Meer. Alles, was lebt, muss wieder zurück ins Meer. Ein ewiger Kreislauf, anschaulich in alten Ritualen. Sitztanz der Mädchen im Norden der Karolineninsel Yap. Keine Touristenschau, sondern Einleitung zu einem traditionellen Dorffest. In beschwörendem Singsang, vor allem aber mit ständig wechselnden Gesten und Fingerhaltungen, tragen sie einen Mythos aus dunkler Frühzeit vor. Ein Mythos, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Eines Tages klatschte ein Fisch ans Ufer und wurde zu einer Frau. Sie wusste, wenn sie jemals Yamswurzeln aß oder Kartoffeln, musste sie wieder zurück ins Meer. Denn Yams und Süßkartoffeln sind nicht die Früchte der See, ihrer Heimat. Die Frau stieg auf einen Berg. Dort wartete ein Mann und heiratete sie. Aber er hatte bereits ein Weib. Es war eifersüchtig auf die Nebenbuhlerin und entlockte ihr das Geheimnis. Heimlich mischte sie Yamsknollen und das Essen und gab es ihr. Die Fischfrau bekam Aussatz und wurde sehr krank. Als sie im Sterben lag, hatte sie nur einen Wunsch, dorthin gebracht zu werden, woher sie kam. Das geschah und die Wellen trugen sie fort. Man hat sie nie wieder gesehen, weder in Gargil noch vor.